Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banoki Daily. Was heißt Daily? Täglich. Ihr kriegt von uns täglich das Angeberwesen auf den Latz geknallt. Auf den Latz oder vor den Knalls? Vor den Knalls gelutzt. So schaut's mal aus. Ja. Heute, wer hat heute Geburtstag? Wir gratulieren ganz herzlich einer Perle der Eispiste, nämlich Magdalena Neuner. Magdalena Neuner hat am 9. Februar Geburtstag. Ja, sehr ja. Knaller. Die ist echt ein Knaller. Das war so umgefallen. Das war die Sektflasche, die. Die ist Ping, da ließen wir die Knorken knallen. Wie heißt das? Die Knorken knallen. Ja, für Magdalena Neuner. Gottes Willen. Ja. Eine der erfolgreichsten Athletinnen. Man kann es hier hinten auch sehen. Das ist kein Photoshop, sondern das sind wirklich alles ihre Goldmedaillen, die sie da gewonnen hat. Ja. Respekt und Anerkennung. Sieht so ein bisschen aus wie das Audi-Emblem. Sieht so ein bisschen aus wie diese Schokotaler, die es früher zu kaufen gab. In diesem kleinen Säckchen. Weißt du? Schoko. Geschenkt, komm. Ja, die haben die meistens geschenkt. Ja, wir sind beim Sport. Und deswegen bleiben wir auch beim Sport. Ja? 1900, jedenfalls am 9. Februar 1900, also 00, 1900, ne? Ohne irgendeine andere Jahreszahl, 1900. Oder Spenden. Beim Militär auch 7 Uhr morgens. 7 Uhr nachmittags. Nachmittags, so. Abends. 1900, ja. Was ist da jetzt passiert? Ja. Da hat der Tennisspieler Dwight Philae Davis, also jedenfalls Davis. Nicht Davis, Davis Cup, oder? Den Davis-Pokal gespendet als Wanderpreis. Wie hat er denn gespendet? Hat er seinen Becher Bier ausgesoffen und gesagt, das ist für euch. Ist dann gegangen und hat gesagt, oh, das machen wir jetzt. Zeig doch mal den Davis-Pokal. Komm. Den Davids-Pokal. Das ist ja, wenn das ein Becher Bier ist, weiß ich auch nicht, was du... Also du hast schon ganz schön Durst, weiß ich, aber... Da muss ja ein wahnsinns Volumen gehabt haben. Der hat richtig Brand, der Junge. Wobei, gut, das ist schon ziemlich groß. Und wenn nur oben, selbst wenn nur oben Bier reinkommt, das ist schon ordentlich. Also, da gehen wir mindestens mal 2 Liter drauf. 2 Masken. Das könnte schon sein. So, was ist noch passiert? Franz Josef Strauß zieht im Jahr 1962 den gestellten Strafantrag wegen Beleidigung und übler Nachrede gegen den Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein zurück. Dazu muss man wissen, Rudolf Augstein und Franz Josef Strauß, die waren über 2 Jahrzehnte, glaube ich, die absoluten Feinde. Spinnefeind. Die haben jedes Mal versucht, sich gegenseitig eine reinzuwürgen, bis zuletzt wirklich. Aber sie haben auch immer durchsickern lassen, dass diese Feindschaft eine geschätzte Feindschaft war. Aha, okay. Und ja wie bei Politikern, die so sagen, ja, wir duellieren uns bis aufs Blut, aber eigentlich gehen wir miteinander abends essen und sind eigentlich ganz gute Kumpels. So oft sind die gar nicht mehr miteinander essen gegangen. Okay. Die haben sich einmal beim Empfang kennengelernt, dann ging es um politische Ansichten und es ging. Und seitdem haben die sich gehasst. Nur Augstein war vom Typ her ähnlich wie Strauß, hat sich nichts gefallen lassen. Und der Franz Josef Strauß wollte dann Augstein und seine Kollegen vom Spiegel irgendwann hinter Schloss und Riegel bringen. Das hat er auch geschafft. Angeblich, weil verfassungsfeindliche Texte und so weiter geschrieben wurden. Dann kam das vor Gericht, es wurde festgestellt, nee, dem ist nicht so. Und daraus entstand die Spiegel-Affäre. Und die Spiegel-Affäre hat letzten Endes dazu beigetragen, dass Franz Josef Strauß zurücktreten musste. Und das ist am 9. Februar losgegangen. Nicht alles ist da passiert, was ich gerade erzählt habe. Was war am 9. Februar? Da wurde der Herausgeber Rudolf Augstein, kam mal wieder raus, weil die gestellten Strafanträge eben wegen Beleidigung und übler Nachrede gegen den Spiegel zurückgezogen wurden. Und weißt du, wer an dem Tag, also weil wahrscheinlich nicht wegen Augstein, aber ungefähr zig Jahre vorher, also 1881, ist Dostojewski gestorben. Scheiße. Ja. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, hätte mal einer bellen können. Kondolieren oder so. Ja. Also, der hat ja Schuld und Sühne geschrieben, ne? Weißt du? Komm. Auf jeden Fall in St. Petersburg. Das Buch Schuld und das Buch Sühne. Ja, ja. Da hat Schuld und Sühne geschrieben, genau. In St. Petersburg gestorben, ist am 11. November geboren, 1821. Aber am 9. Februar, also heute, ja, ist er gestorben. Fjodor. Heute ist er gestorben. Hä? Heute ist er gestorben. Nee, vor. Kannst du dich mal sortieren, bitte? 1881 am 9. Februar. Fjodor, hast du gerade gesagt? Fjodor Dostojewski. Wieso drückst du das? Damit ich mich drauf konzentrieren kann. Fjodor, das waren die letzten Nachrichten von heute. Fjodor Dostojewski verabschiedet sich hiermit von euch. Das war's für heute mit der geballten Ladung Angeberwissen bei Schoki Banoki Daily. Morgen geht's weiter. Schaltet wieder ein. Ciao. Also, ja, cheerio, Miss Sophie.